So, wir testen noch ein bisschen den Autopilot im Tesla Model 3. Wir sind unterwegs auf Deutschlands Straßen mit einem US-amerikanischen Tesla Model 3 Import. Wir haben also eine 4000er Fahrgestellnummer und Softwareversion V8.1 2017.50.13. In unserem Autopilot-Menü sehen wir, dass wir eigentlich einen Auto-Lane-Change einstellen können, aber das Auto kann es nicht. Und wir haben jetzt mal einen Abstand zum Vordermann, stellt man also auch im Menü ein. Wir haben jetzt mal eine 4 eingestellt, können eigentlich noch ein bisschen näher rangehen und testen mal sozusagen Stadt-Land-Autobahn. Jetzt gerade fahren wir auf der Landstraße. In unserer Softwareversion können wir die eingestellte und aktivierte Höchstgeschwindigkeit, die wir hier sehen, von derzeit 92 km/h nur im Touchscreen erhöhen. Ich gehe jetzt mal auf 100 km/h, das was hier erlaubt ist, und fahren natürlich auf Distanz dem Vordermann hinterher. Und das macht er ziemlich gut. Und wir sind also hier auf einer Landstraße, da vorne steht es gerade. Er läuft hier also soft auf, ist hier alles schön mit Rekuperation, glaube ich, dass er das macht und die Bremse nicht benutzt und man rollt entspannt im fließenden Verkehr mit. Und Abstand so, wie man es braucht. Wir sind das Auto ja schon eine Weile gefahren. Da macht der Autopilot einen sehr erwachsenen, stabilen und zugleich auch runden und unaufgeregten Eindruck und hat zu 100% zuverlässig auch funktioniert auf ungefähr 500 Kilometern, die wir das Auto bisher gefahren sind und die es überwiegend im Autopilot bewegt wurde. Genau, Ampel voraus steht auf Rot, Tempo 70, aber die Kolonne hält schon an. Ganz vorne rollt man bereits wieder los, aber es ist ein LKW. Mal sehen, ob wir noch ganz zum Stillstand kommen, wie weit entfernt er hinter dem Vordermann sich hinstellt. Das hat mir gut gefallen. Das waren jetzt schon noch 3-4 Meter, dass man die Abgase nicht so abkriegt. Vorne rollt die Kolonne wieder an und dann lässt er sich so 20-30 Meter Platz und zieht jetzt soft hinterher. Wir fahren auf der Autobahn und testen mal noch den Autopilot auf der Autobahn. Wir fahren jetzt also 120 und mit dem gleichen Hebel, mit dem ich auch das Auto in den D-Schalter, also den Gang einlege, mal umgangssprachlich gesprochen, aktiviere ich jetzt durch einen einfachen Klick nach unten zunächst den Abstandstempomaten, durch einen Doppelklick den Abstandstempomaten in Kombination mit Lenkassistenz, umgangssprachlich Tesla Autopilot genannt oder von Tesla als Autopilot bezeichnet. Und wenn ich das Ganze wieder deaktivieren möchte, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens Klick nach oben, einmal kurz nach oben, wie man normalerweise auf N schalten würde, springt er aber nicht auf N, sondern springt sozusagen in den D, aber deaktiviert den Autopiloten. Wenn ich das jetzt nochmal mache, dann springt er in den N. Das wäre also das freie Rollen oder das Segeln. Ich habe also jetzt keine Fahrstufe eingelegt. Den D lege ich dann wieder ein, indem ich kräftig nach unten drücke. Und also jetzt nochmal wieder Doppelklick den Autopiloten. In unserer Softwareversion Geschwindigkeitsanpassung derzeit nur über den Touchscreen. Und Spurwechsel kann ich hier wild blinken, auch wenn ich am Lenkrad präsent bin. Er zeigt mir da drüben keine Linien an, macht er also nicht. Ich mache mal den Blinker wieder aus und fahre mal ein bisschen schneller. Und kurzes Tippen auf die Bremse würde natürlich auch den Autopiloten deaktivieren. Zum Spurwechsel ist es so, dass ich einfach rüberlenke, dann springt der Lenkassistent raus. Abstandstempomat bleibt aber erhalten und jetzt wieder Doppelklick nach unten, dann rollt er wieder. Und fordert natürlich jedes Mal auf, die Hände am Lenkrad zu lassen und jederzeit bereit zu sein, das Lenken des Fahrzeuges zu übernehmen. Gucken wir mal noch, wie sich das Ganze bei höheren Geschwindigkeiten darstellt. 150 ist also Maximum, was er fährt im Autopilot. Ist das gleiche wie bei Model S und Model X. Da war Verkehr. Mussten wir kurz raus. Bietet sofort wieder an. Ist also sehr schnell in der Spur, erkennt die Situation und bietet wieder an zu übernehmen.
vorausfahrender Verkehr, ungefähr 80 Meter, geht er sofort runter und fährt mit der vorgegebenen Distanz, die wir im Autopilot jetzt hier auf eine 2 gestellt haben. Man kann auch auf eine 3 gehen. Ist großzügig, fährt sich gut, ist entspanntes Hinterherfahren. So, hier haben wir nochmal eine Landstraße. 70 km/h erlaubt. Schön kurvig. Lassen wir ihn mal rollen im Autopiloten. Kann er mal zeigen, ob er es kann. Schöne Kurven. Da vorne, die wird ein bisschen spitzer. Mal sehen, ob er abbremst oder ob er durchzieht oder ob er uns in den Graben schickt. Macht er sehr rund und sauber. Besser als wenn ich fahren würde. Ja, fast besser. Also fährt auch nicht drauf auf die Linie. Macht er richtig, richtig gut. War sogar noch das Level, wo er hier die Geschwindigkeit hält. Ich gucke nochmal auf den Tacho. Ich habe nicht gemerkt, dass er reduziert. Langgezogene Kurve. Liegt da drinnen, justiert nach. Gefällt mir. Hier vorne ist 70 Ende. Wir bleiben aber mal auf 70, weil er jetzt schon uns auffordert, mangelnde Präsenz am Lenkrad. Also es reicht sozusagen, Hände auf dem Lenkrad auflegen, reicht ihm nicht. Ich bin also einsatzbereit und er meldet sich jetzt akustisch und ich mache mal gar nichts. Ich tue mal so, als hätte ich einen Herzinfarkt und lasse ihn einfach fahren. Kommt Gegenverkehr, da bleibe ich ein bisschen wachsam. Von hinten kommt nichts. Und er zieht uns knallhart runter, wirft die Warnblinker an und lässt uns stehen. Mit Warnblinker. Prima, gefällt mir. Besser als mit 130 gegen den Brückenpfosten zu knallen. Dass einem das Auto mit Warnblinker auf der Autobahn abstellt, wenn man ein gesundheitliches Problem hat. Schauen wir uns mal an, was der Autopilot noch macht. Wenn man mangelnde Präsenz am Lenkrad zeigt, er kommt also als erstes, Hold Steering Wheel, also Lenkrad halten. Dann fängt es hier oben an, blau zu blinken. Dann hat er eben sich akustisch bemerkbar gemacht und fängt schneller an zu blinken. Und ich stelle mal vorsichtig den Fuß aufs Gas, weil nämlich jetzt er an dem Punkt ist, dass er anfangen würde abzubremsen und uns den Autopilot jetzt im Prinzip schon verweigert. Aber der Lenkassistent bleibt noch aktiv, weil ich am Strompedal präsent bin und den Fuß auf dem Gas stehen lasse. Die Frage ist jetzt, wie lange man diesen Zustand beibehalten kann. Es ist auch relativ laut, das Piepsen. Laut-leise-Regler hilft auch nicht, da fängt er nur an, Radio zu spielen. Also den Warnton macht er nicht leiser. Und wir haben jetzt LKW vor uns, deswegen fahren wir auch relativ, können wir die Geschwindigkeit ohne Probleme hier flüssig fahren, ohne dass wir ein Verkehrshindernis sind. Es sind auch keine Warnblinkleuchten an am Fahrzeug, es piept einfach nur. Und wir machen mal 2 Minuten Pause und dann gucken wir nochmal rein. So, der Ton hat sich inzwischen im Gehör festgesetzt. Wir sind also jetzt gut und gerne nochmal 2 Kilometer gefahren. Und das heißt, ich könnte jetzt entweder das Lenkrad drehen, ein Stückchen, dass er merkt und ich ihn dadurch ausschalte. Ich probiere es einfach mal, indem ich den Autopilot klassisch ausschalte. Und es hat funktioniert, es ist Ruhe. Und ich kann jetzt also den Abstandstempomaten wieder einschalten. Aber das kleine graue Lenkrad bietet er mir nicht mehr an für den Rest der Fahrt. Wenn ich wieder Autopilot fahren möchte, müsste ich also einmal einen Parkplatz ansteuern auf der Autobahn, das Auto einmal in Parkposition bringen, danach könnte ich wieder Autopilot fahren. Wir sind also jetzt im Stop-and-Go-Modus mit dem Autopiloten. Wir haben also hier einen kleinen Freitagsstau erwischt, konnten also im Stand den Autopilot aktivieren. Es sind Linien lesbar, es geht hier so langsam immer vorwärts. Er macht das, was er machen soll. Ich muss ihm nicht immer jedes Mal sagen, dass er wieder losfahren darf. Er lässt gut Abstand zum Vordermann. Ich stelle mal noch Abstand 1 ein, um zu gucken, wie nah er ranfährt. Hier vorne müssen wir möglicherweise nochmal eingreifen, weil wir hier ein Reißverschlussprinzip haben, dass wir auch die Lücke eröffnen. Das können wir mal probieren, indem wir einfach den Abstand mal auf 7 stellen, ob er dann die Lücke groß genug lässt, dass hier vorne einer reinfahren kann. Links ist jetzt die Markierung weg.
Er hat sie zwar noch, aber das ist hier nur noch ein bisschen eine Asphaltnaht. Und Tatsache, die Lücke ist groß genug. Links kommt das Auto rein. Und da hat das, hat auch die Lücke aber vorher schon auf das Hindernis, bevor er es angezeigt hat, intuitiv dann auch vergrößert, als er gesehen hat, dass von links der Platz knapp wird. Jetzt läuft es hier wieder ein kleines bisschen flüssiger. Und auch den Schlenkrichter macht er gut mit. Ist jetzt kein größeres Problem. Abstand machen wir wieder mal auf 1. Fährt ein bisschen näher ran. Also so lässt sich ein Stau aushalten. Auch diese Disziplin meistert das Model 3 zur vollsten Zufriedenheit. So, unser Fazit zum Autopilot. Viel mehr braucht man nicht zum Glücklichsein. Was noch nice to have wäre erstens, dass man die Geschwindigkeit verändern kann, dass man dann nicht den Touchscreen benutzen kann, sondern dass man es über die Lenkradtaste machen kann. Dieses Problem ist, soweit uns bekannt, bereits gelöst. Bei unserer Softwareversion geht es halt nicht. Wir haben was Böses gemacht, das amerikanische Auto nach Deutschland geholt. Es kriegt hier keine Updates, das heißt, wir werden es nicht bekommen. Das Model 3 in den USA hat es bereits bekommen. Autos, die serienmäßig dann von Tesla in Deutschland oder in Europa ausgeliefert werden, die werden es sehr wahrscheinlich auch können. Das gleiche betrifft den Auto Lane Change, also den Spurwechselassistenten. Unser Auto hat es zwar im Menü, aber es tut es nicht. Wir gehen davon aus, dass es wie Model S und Model X auch lernen wird, im Software-Update die Spur zu wechseln. Und das, was das Auto aber abgesehen von diesen beiden Dingen an Autopilot hier auf die Straße bringt, das ist vollwertig in meinen Augen und bestärkt unsere positive Wahrnehmung dieses Fahrzeuges. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, damit im Autopilot mit dem Tesla Model 3 unterwegs zu sein.